Ihr Ziel sind die großen Marathonläufe. You have to run faster. It's a little bit too slow. Faster. Ihre Hoffnung, ein Platz auf dem Siegertreppchen. I will be a champion like other. Kenianische Lauftalente auf dem Weg nach ganz oben. You have to be strong in fighting, running. You are not able to go to the world record. Younes Lelei und Felix Kiprotic geben alles, um ihren Traum wahr werden zu lassen. Hier in den kenianischen Bergen in 3000 Meter Höhe wird schon im Morgengrauen trainiert. Täglich laufen sie 21 Kilometer, eine Tortur, die den menschlichen Körper an seine Grenzen bringt. Dünne Höhenluft erschwert das Atmen. Wer hier mithalten kann, gehört zu den Besten der Besten. Felix Kiprotic ist einer von ihnen. Er lebt nur von dem Ertrag seines Feldes. Wenn die Ernte schlecht ist, gibt es für ihn und seine Familie weniger zu essen. Trainieren muss er trotzdem. Was ihn antreibt, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Chai. Einen Tee. Tee. Einen Tee, bitte. Chai. Ich war während des Trainings wirklich müde. Da bist du nicht der Einzige. Es war hart. Wie oft warst du schon in Deutschland? Ich war 2010 dort. Und letztes Jahr. Also war ich jetzt zweimal dort. Bei dem Rennen in Deutschland waren fast 50 Sportler. 50? Ich habe die Liste gesehen und war geschockt. Mein Gott, ich kann es nicht erwarten, hinzufahren. Ich habe 2009 mit dem Laufen angefangen. Ich habe viele Champions gesehen, die Geld gewonnen haben und gut davon leben. Jetzt ist es mit dem Geld schwer für mich. Ohne Geld kannst du nicht trainieren, weil du kein Geld für Essen hast. Aber ich hoffe wirklich, dass ich auch ein Champion werde. Wer hart arbeitet, wird nicht arm bleiben. Davon ist Felix fest überzeugt. Den Marathon läuft er unter 2 Stunden und 10 Minuten. Das schaffen nur wenige. Younes Lelei ist Bäuerin. Auch sie will durchs Laufen ihr Leben ändern. Sie war Teenager, als ihre Mutter starb. Danach musste sie alle Aufgaben im Haushalt übernehmen. Die Schule musste sie abbrechen. Jetzt hat sie keinen Abschluss. Der Weg zum Studium und zu einem entsprechenden Beruf wurde ihr verbaut. Ihre einzige Chance, Geld zu verdienen, sieht sie im Laufsport. Als meine Mutter uns verließ, wurde mein Leben irgendwie schwierig. Niemand konnte meine Schule bezahlen. Ich bin bei meinem Vater geblieben und helfe ihm bei der Farmarbeit. Außerdem bekam ich mein Kind. Meine Schwester hat mein Baby mit 6 Monaten zu sich genommen. Sie hat sich um sie gekümmert. Ihre Tochter Charlene lebt 700 Kilometer entfernt, an der Grenze zu Tansania. Younes besucht sie 2-mal im Jahr. Ihre Schwester ist Lehrerin und kümmert sich um sie und andere Kinder. Alles Gute zum Geburtstag, Charlene. Alles Gute zum Geburtstag, Charlene. Dieses Gesicht zeigt, dass Charlene sehr glücklich ist. Sie ist glücklich. Jetzt singen wir erstmal für sie. Happy, happy, shall we be? Happy, happy, shall we be? If you know how we be. Happy, happy, shall we be? If you know how you we be. Genießt du deinen Geburtstag? Nachdem du jetzt mit deinen Freunden gefeiert hast, musst du daran denken, fleißig mitzuarbeiten. Wenn du etwas nicht verstehst, fragst du die Lehrerin.
Meine Tochter lebt bis jetzt bei meiner Schwester. Ich habe kein Geld. Sie versorgt sie mit allem. Gut. Ich sehe, du machst das gut. Es ist nicht leicht, aber ich muss stark sein und beim Laufen kämpfen, damit wir zusammen sein können. Hast du ein Taxi? Ja. Welches? Da drüben? Ja. Ich sitze vorne, ja? Okay. Yes. Okay, tomorrow. Morgen, okay? Tschüss. Sollen Sie in Deutschland laufen? Nein, Sie müssen erst mal den Testlauf machen, damit ich Ihr Niveau sehe. Dann kann ich entscheiden, wer nach Deutschland kommen kann. Ja. Meine Leute sind 16 Mal Weltrekord gelaufen. Und ich hoffe, dass ein paar Newcomer es schaffen, irgendwann 2 Stunden und 6 Minuten zu laufen. Hoffentlich dieses Jahr. Deshalb konzentrieren wir uns auf weniger Leute mit einem besseren Niveau. My bag. Mein Koffer. My bag. Mein Koffer. Um die besten Talente zu scouten, reist er ins Rift Valley, das kenianische Hinterland. Ziel ist die Läuferstadt Eldoret. Eine lange und beschwerliche Reise, von der er sich viel erhofft. Denn dort trainieren die besten Läufer des Landes. Eldoret ist nur eine Station auf seiner Suche nach guten Athleten. Volker macht jährlich eine Rundreise durch Ostafrika. Denn nur mit den schnellsten Läufern kann man in dem harten Geschäft noch Geld verdienen. Für ihn ist der Druck groß. Die letzte Saison hat keine Siege hervorgebracht. Herr, ich bete, dass ich dem Rennen gewachsen bin. Kämpfe für mich und hilf mir. Du bist der, der mir Weisheit gibt. Gib mir Kraft vom Anfang des Rennens bis zum Ende. Jehova, du bist der Allmächtige und Gerechte. Dein Wille geschehe. Für Felix und Yunis ist der Auswahltest die Chance, um nach Europa zu kommen. Für sie geht es heute um alles. Donnerstag früh ist ein Streckenlauf über 30 Kilometer. Wir sind hier und machen diesen Test, um Leute auszuwählen, die gut genug sind, um nach Europa zu kommen. Ich kann nicht alle einladen, nur die Besten. Du und wer noch? Yunis kommt. Ist sie unterwegs? Ja. Ihr fangt an mit 4x1000. Ihr kommt dort drüben an und joggt dann hierher. Aber joggt nicht zu langsam. Versteht ihr? Also los. Ihr müsst schneller laufen, das ist zu langsam. Ist das Dominik? Ja. Er tut sich schwer. Er kann es nicht schaffen. Bernhard ist auch am Kämpfen, das sieht nicht gut aus. 3 Minuten 22, damit kann er nichts erreichen. Er sollte sein Geschlecht ändern und bei den Frauen laufen. Yunis sieht nicht gut aus. Sie ist schon gelaufen. 35 Kilometer. Wann? Gestern? Ja. Das verstehe ich nicht. Dann ist sie stark. Ja. Also, das Training ist erstmal vorbei. Ich bin zufrieden. Die Ergebnisse waren überwiegend gut. Ich muss sagen, ihr habt ein gutes Niveau. Nach dem Auswahltest bewertet Volker die Ergebnisse der Läufer. Wir haben etwa 20 Leute. Es wird schwer, das Geld aufzutreiben. Es ist wichtig, dass wir gute Ergebnisse erzielen. Sonst geht es nicht. Wir können nächstes Jahr anfangen. Dieses Jahr ist gelaufen. Im Januar und Februar ist es schwer, Rennen zu finden. Ab März fangen die guten Wettbewerbe an.
Aber jetzt lest ihr erst einmal die Verträge und schaut, ob ihr unterschreiben wollt. Volker Wagners Sportlervertrag gilt ein Jahr. Er hat Felix und Yunis ausgewählt. Für sie der erste Schritt nach Europa. Ein Rennen ist ihnen aber noch nicht sicher. Volker wird die beiden nun Marathonveranstaltern anbieten. Erst wenn die sie buchen, können sie starten. Jetzt habt ihr alle unterschrieben. Trainiert weiter und seid stark. Wenn ihr mental stark seid, könnt ihr es auch schaffen. Doppeltes Leid. Der Läufer quält sich nicht nur durch etliche Kilometer beim Training, auch die Massage ist schmerzhaft. Regelmäßig durchgeführt, steigert sie die Leistung entscheidend und beugt Verletzungen vor. Relax. Entspann dich. Try to relax. Versuch dich zu entspannen. Yes. Und jetzt atme. More. Tiefer. Open. Noch einmal. Volker hat seine Läufer in Eldoret gefunden. In den folgenden Tagen reist er nach Äthiopien und Simbabwe, um nach weiteren Talenten zu suchen. Für Felix und Yunis heißt es jetzt abwarten, geplagt von der Ungewissheit, ob sie ein europäischer Lauf einladen wird. Fünf Monate später sind Felix und Yunis sowie zwei weitere Läufer nach Deutschland gereist. Beide wurden für einen Marathon eingeladen. Felix soll in Wien an den Start gehen und Yunis wird in Kassel antreten. Der erste Eindruck von Deutschland wirft Fragen auf. Ist es gefährlich, im Wald zu trainieren? Ja, wir haben Löwen und Tiger in unseren Wäldern. Hast du Angst vor Löwen und Tigern? Ja. Ich habe Angst. Hast du Angst? Aber du rennst schneller, also keine Sorge. Volker hat als Unterkunft für seine Sportler einen ehemaligen Ferienbungalow aus den 70er Jahren angemietet. Hier wirst du wohnen, okay? Okay. Das ist die Küche. Und hier kannst du den Laptop benutzen. Das sind ein paar Bilder von unseren Leuten früher. Einige sind tot. Mein Bruder ist tot, sie ist tot, der Typ ist auch tot. Das bin ich als junger Mann und Berufseinsteiger. Das ist Tekla Lorup, Joyce Chepchumba und das ist meine Frau. Woher? Aus Russland. Ach ja. Volker wohnt mit seiner Familie nur wenige Meter entfernt in einem Einfamilienhaus. Seine Frau Natascha, selbst einst professionelle Läuferin, unterstützt Volker in der Betreuung und weiß, worauf es ankommt. Hi. Wow. Today is Easter. Heute ist Ostern. Willkommen. This is for you. Das ist für euch. Schau, willkommen. Hallo. You have to eat. Ihr müsst zugreifen, es ist noch warm. Das hier. Danke. Welcome. Willkommen, okay? Felix. Thank you. Yeah, that's good. This one's sweet. Sweet. Das ist süß. Und ihr müsst Eier essen, weil heute Ostern ist, okay? Okay? So. Also dann, bis später. Ich will dieses Essen nicht mehr. Ich auch nicht.
Ich muss blöd sein, dass ich es weiterhin esse. Das ist für Sie der Eiertag. Warum glauben die an Eier? Eier geben Leben. Sie sind wie der Bauch von einer Frau. Es ist wie wenn du schwanger bist. Wie wenn man schwanger ist. Aus dem Ei kommt neues Leben. Deutschen Ufer gebracht. Fotografierst du? Ich habe schon zwei gemacht. Chela, siehst du das? Felix, es soll schön aussehen. Lösch mal das Foto, auf dem meine Zähne so komisch aussehen. Die haben massenhaft Feuerholz. Aus dem Wald? Ja, aus dem Wald. Stellt euch vor, die können sogar ein Sofa verbrennen. Den Müll auch. Ist es erlaubt, an so einem heiligen Ort Müll zu verbrennen? Der Tag vor dem Marathon in Wien. Die Spitzensportler sind hier im Grand Hotel untergebracht. Ich denke, du kennst die meisten Leute. Er ist 30 Kilometer im Weltrekordtempo gelaufen. Er ist sicher stark. Halte dich hinter ihm, das ist einfacher. Dann kommst du nicht ins Gedränge. Mit zu vielen in einer Gruppe ist es eng. Folge ihnen und such dir einen Vorteil. Wenn ich mir diese Liste anschaue, denke ich, es sollte möglich sein, dass du es unter die ersten drei schaffst. Ich hoffe, ich erziele morgen ein gutes Ergebnis. Während sich Felix in Wien auf seinen Lauf vorbereitet, sitzt Yunis im Technical Meeting in Kassel. Hier werden ihr letzte Informationen zur Streckenführung und Versorgung gegeben. Die rote Linie markiert die Marathonstrecke. Du strebst diese Zeit an. Kilometer 1, 3 Minuten 44 Sekunden. 18:40 für 5 Kilometer. Bleib entspannt, lauf deine Zeit. Morgen früh schreibst du diese Zeiten auf deine Hand. 5 Kilometer, 15 Kilometer, dass du das überprüfen kannst. Halt dich an diese Zeit. Disziplin ist alles. Das ist ein Tempo von fast 3 Minuten. 3 Minuten pro Kilometer, das ist nicht einfach. Du musst die Leute vor dir zählen. Dann siehst du, wann sie langsamer werden und kannst versuchen, aufzuholen. Ich versuche, das Rennen zu begleiten und dir Anweisungen zu geben, okay? Mit einer Zeit von 2 Stunden und 7 Minuten soll Felix unter die ersten drei kommen. Das wird nicht einfach. Jedes Jahr gehen allein beim Wien-Marathon 40.000 Läufer an den Start, unter ihnen ca. 20 Afrikaner. Für den ersten Platz werden 30.000 Euro Preisgeld ausgezahlt. Für Felix eine enorme Summe, aber die Konkurrenz ist groß. Hier musst du 2 Minuten 7 laufen. Das heißt, du folgst einfach immer den anderen. Ich hoffe, du schaffst das. Versuch es. 2:07, okay? Bis später. In Kassel stehen 10.000 Läufer am Start. Für die erstplatzierte Läuferin steht ein Preisgeld von 5.000 Euro aus. Wenn du gut läufst, mache ich so. Ansonsten mache ich so. Du meinst die Zeit? Wenn du schneller laufen musst, mache ich so.
Und wenn du zu schnell bist, mache ich so. Der Mann mit der Startnummer 2, Getu Feleke aus Äthiopien. Seine persönliche Bestzeit 2:04:50 und damit der schnellste Mann, der jemals in Wien am Start war. Er hat 2009. Noch eine Minute. 5, 4, 3, 2, 1. Schreib mal hier den Namen, die Nummer auf. Hier schreibe ich 1. Dann 6 und 7. 6, 7. Dabei, die Nummer 12 ist auch dabei. Okay, 12. Dann müssen unsere Sportler schneller laufen. So. Du musst was trinken. Wasser, wo ist deine Flasche? Du musst trinken. Bei Kilometer 30 ist Felix in der Spitzengruppe. Doch die entscheidende Phase beginnt ab dem 35. Kilometer, wenn es an die Grenzen der Leistungsfähigkeit geht. In Kassel hat sich Yunis nach 1:45 mit einer anderen kenianischen Läuferin vom großen Feld abgesetzt. In einem harten Duell laufen sie um den Sieg. Gut, Felix. Kopf runter, Kopf runter. Nicht in den Nacken legen. Gut, Felix, du schaffst es. Halt durch, du schaffst es. Keine Sorge. Du kannst es schaffen. Mach weiter so. Der andere wird langsamer. Keine Sorge. Nummer 2 wird langsamer werden. Das ist dein Rennen. 8 Kilometer vor dem Ziel. Felix ist auf Platz 3. Kurz vor dem Zieleinlauf ins Stadion ist Yunis auf Platz 1. Doch in der letzten Kurve wird sie falsch geleitet, wodurch sie ihre Führung verliert. Da kommt die erste Frau jetzt auf dem Weg
auf den letzten Metern. Gleich wird sie die Tatanbahn erreichen. Dann geht es nur noch vor der Gegentribüne entlang, vor der Südkurve und dann zu uns. Und so wie ich das sehe, kann das noch ganz schön spannend werden. Es sind zwei, die ganz eng beieinander sind. Beide kämpfen, beide zeigen Zähne, beide geben alles auf den letzten Metern. Caroline Kwambai aus Kenia ist die Startnummer 22. This is your race, der Kassel-Marathon 2014. Bei den Frauen gewonnen von Caroline Kwambai. Ja, und zwei Platzierte, Dionys Feklakatlelei. Weil es kein Beweismaterial für die Fehlleitung gibt, muss Yunis sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Sie verdient 1.750 Euro. Alles okay? In Wien ist Felix auf den letzten Metern eingebrochen. Er ist Neunter geworden. Damit ist er nicht mehr unter den Rängen, die mit Preisgeld belohnt werden. Er bekommt lediglich 3.000 Euro Startgeld. Was war los? Der Magen? Leber? Willst du zum Arzt oder geht's? Hol erstmal deine Kleider. Du kannst doch zum Arzt, wenn etwas nicht stimmt. Auch für Volker hat sich der Tag nicht gelohnt. Von jedem Verdienst seiner Sportler stehen ihm nur 15% zu. Aber auf den ersten 10 Kilometern bist du 29 Minuten 40 gelaufen. 29,40. Du hast dich das Zeug, den Weltrekord zu laufen. Keine Ausrede. Sie kommen alle mit der Hoffnung, dass sie kriegen dickes Geld und fällt vom Himmel einfach. Ja. Und wenn du weiß bist, dann hast du Geld. Und Felix sagte, nein, ich möchte nicht länger hier bleiben, ich möchte nach Hause. Volker ist das erste Mal hier und dann ist klar, das ist schon zu lange. Sie vermissen sowieso Heimat, sie wollen nach Hause und so. Das kann man verstehen. Ja. Ich wollte auch nach Hause fahren. Also. Das läuft alles schief, ne? So ändert sich alles. Das ist eben so. Volker will Felix überzeugen, in Deutschland zu bleiben und einen weiteren Marathon zu laufen. So, Felix, willst du immer noch nach Hause? Hast du es dir seit heute Morgen anders überlegt? Keine Änderung? Nein. Ich habe zu Hause auch was vor, deshalb... Und wenn du mehr Geld verdienen könntest, würdest du dann bleiben? Wenn du die Chance hast, mehr Geld zu verdienen, dann musst du dich entscheiden. Es hängt von dir ab. Du musst entscheiden, ob du das willst. Nach den Abzügen von Volkers Ausgaben wie Visum, Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung bleibt Felix nur wenig. Ein weiterer Marathon würde ihm die Möglichkeit bieten, mehr zu verdienen. Volker will Felix und Yunis beim Mannheim-Marathon anmelden. Das Preisgeld dort beträgt 3.200 Euro. Felix, du könntest bei einem Rennen teilnehmen, das am 31. Mai stattfindet. Du kannst mit der Vorbereitung anfangen, okay? Ab morgen machen wir Tempotraining. Ja. Yunis, bei dir ist die Frage, ob du nach dem Marathon in Kassel fit werden und dann noch in einem leichten Marathon starten kannst. Ja. Schaffst du das? Du hast 4 Wochen Zeit. Mit der entsprechenden Behandlung wäre es wohl okay. Dein Problem ist, dass du beim letzten Rennen wenig gewonnen hast. Und du willst ja Geld mit nach Hause nehmen. Ja. Also deine einzige Chance, noch Geld zu verdienen, ist dieses Rennen.
Mit dem Geld kannst du ein paar Tage später nach Hause. Müsst ihr noch etwas wissen? Nein, du hast alles erklärt. Hoffen wir, dass alles besser wird und du fit wirst. Dann kannst du das Rennen laufen. €1.050? Abzüglich Versicherung und Visum. Ist das die ganze Summe? Ich finde es nicht gut, dass er dich noch einen Marathon laufen lässt. Du solltest heimfahren, hart trainieren und im August wiederkommen. Zwei Sekunden zu langsam. Volker bereitet Felix auf den kommenden Marathon in Mannheim vor. Diesmal muss er unter die ersten drei kommen, sonst fährt er ohne Verdienst nach Kenia zurück. Aha. Pausen sind also 55, dann hinterher, jetzt sind sie hier so ein bisschen langsamer geworden, weil auch Wind, der da relativ stark manchmal ist. 71. Der Puls gibt Auskunft über den Zustand des Sportlers. 29. Ja. Oh. In einer Minute, guck mal. Die Leistung von Felix hat in den letzten Wochen nachgelassen. 25. Gar nicht so einfach, oder? Und man sah, dass Felix kaputt ist. Das heißt also, das ist für einen Weltklasseläufer ist das eine schwache Vorstellung gewesen. Weißt du was, Felix? Wir haben jetzt noch 3 Wochen vor uns und die Miete beträgt 15 Euro pro Tag. 15 Euro pro Tag. Rechne mal aus, wie viel das ergibt. 21 Tage, 15 Euro. Da schmilzt unser Geld dahin. Da bleibt fast nichts übrig. Ja, so ist es. Außerdem ist das der letzte Marathon. Alle werden noch mehr dran setzen zu gewinnen. Bei diesem kleinen Marathon. Es ist nicht gesagt, dass ich den Marathon gewinne. Es gibt keine Garantie. Ich komme mit leeren Händen heim. Dann lieber mit wenig. Es ist nicht deine Schuld. Was er will, ist unmöglich. Du kannst nicht 2 Marathons und einen Halbmarathon laufen. Du wirst erschöpft sein und kannst niemanden mehr schlagen. Er wird mich nicht zwingen. Ich kann direkt nach einem Marathon keine bessere Zeit machen. So, Felix, du machst dich fertig. Denn du musst zur Laufbahn rennen. Kennst du den Weg? Gut, dann treffen wir uns im Stadion, ja? Ich kann zum Tempotraining, aber ich will doch nach Hause. Ich kann bis zum Rennen nicht fit werden. Ich glaube, ich fahre und bereite mich aufs Training vor. Der nächste Marathon ist in 2 Wochen. Nein, ich bereite mich für die nächste Saison vor, statt jetzt. Die Frage ist, ob du noch eine Saison machst, das ist die zweite Frage. Wenn das nächste Rennen nicht gut läuft, lade ich dich nicht mehr ein. Deine Leistung war zu schwach, das kann ich mir nicht leisten. Du hast nur diese Chance, das Rennen zu laufen, am 30. Mai. Verstehst du? Es geht nicht, dass ihr es euch dauernd anders überlegt. Das geht nicht. Als wir uns für das Rennen entschieden haben, habe ich alles vorbereitet und du warst einverstanden. Du kannst es dir nicht einfach 2 Wochen später anders überlegen. Wir reden später weiter. Volkers Ultimatum lässt Eunice keine Wahl. Sie tritt beim Marathon in Mannheim an.
Wie war das Training heute, Felix? Wir waren nicht da. Zu viel Regen. Wart ihr denn joggen? Nein. Nein? Keiner? Morgen wird das Wetter besser. Am Freitag dürft ihr euch nicht ausruhen, da müsst ihr joggen. Dann war heute euer Ruhetag. Felix, nächste Woche fährst du heim. Freust du dich? Ja. Wann fliege ich? Du fliegst etwas später. Die anderen fliegen am 1., du fliegst ein oder zwei Tage später. Ich habe gute Nachrichten. Am Tag nach dem Rennen fliegt ihr. Der arme Felix muss weinen, er muss etwas länger bleiben. Ich weine gleich, aber nicht vor Schmerzen. Hast du Probleme? Oder geht's dir besser? Mir geht es besser. Top-Athleten aus Afrika bei uns. Mannheim-Marathon. Hier sind 1000 Läufer am Start. Für Yunis und Felix ist es die letzte Chance, noch etwas zu verdienen. Eine Minute, 10 Sekunden noch bis zum Start. 10 Seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. Und der nächste Mal auf der Zielgeraden, Felix Kiprotich, Kipchoge hier aus Kenia. Wir sind echt gerannt. Felix ist Zweiter geworden. Er hat 2.200 Euro gewonnen. Das ist die zweitplatzierte Frau des heutigen Tages, Yunis Shilagat. 2.48, 25, ihre Zeit. Yunis ist zwar Zweite geworden, sie lief aber eine schwache Zeit und verdient daher nur 900 Euro. Kurz vor der Abreise berechnet Volker mit Yunis ihren Gewinn. Paderborn war dein erster Wettkampf. Diese Zeit bist du gelaufen und hast 100 bekommen. Minus 15% ergibt diese Summe. In Kassel bist du das gelaufen. Das war das Geld abzüglich Steuer. In Mannheim warst du Zweite, das macht 900. Und dann gab es noch andere Ausgaben. Hier die Unterkunft, Essen berechne ich nicht, weil du nichts verdient hast. Dann war Lena mit dir in Kassel, das ist diese Summe. 200 waren bar. Für die Reise müssen wir das von Mannheim nehmen, weil wir kein Geld dafür haben. Also, das sind deine Ausgaben. Aber du siehst, insgesamt ist nicht viel Geld da. Verstehst du? Ich sagte, insgesamt ist nicht viel Geld auf deiner Seite. Du siehst ja die Differenz, unterm Strich bleiben nur 187 übrig. 187? Ja, 187. Yunis Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ihr geringer Verdienst wird es ihr nicht erlauben, ihre Tochter zu sich zu nehmen. Wir fahren bis zu dem Weißen Tor. Hier kannst du langfahren, wenn du zurückfährst. Klopf, klopf. Willkommen. Freut ihr euch, mich zu sehen?
Durch ihren Aufenthalt in Deutschland hat Yunis Unterschiede zwischen den Ländern festgestellt. Die Kinder dort laufen nicht, sie fahren zur Schule. Kein Kind ist auf der Straße. Man wäscht nicht von Hand, man wäscht seine Sachen in einer Maschine. Es gibt auch eine Maschine zum Geschirrspülen und eine Maschine, um das Haus sauber zu machen. Was ist mit Hunden? Jeder hat einen. Man behandelt sie wie Kinder. Wenn der Hund draußen war, waschen sie seine Füße. Und wenn es regnet, tragen die Hunde Jacken. Wie ist das Leben dort verglichen mit hier? Ist es teuer? Das Leben ist sehr schwer. Geld aufzutreiben ist möglich, man bekommt es. Aber die Bedürfnisse sind teurer als hier. Je mehr du hast, desto mehr gibst du aus. Desto mehr gibst du aus. Auch Felix ist nach Kenia zurückgekehrt und zeigt seiner Familie, was er gewonnen hat. Haben Sie dasselbe Geld wie wir? Nein, es ist anders. Sie haben Dollar. Hol das mal raus, zeig es uns. Das sieht wirklich anders aus. Also das sind 100, ja? Wie viele kenianische Schillinge würde ich dafür bekommen? 10.000. Gar nicht schlecht. Europäische Dollars. Aber es ist viel. Wenn du das auf der Straße findest, wirfst du es einfach weg. Ja, wenn man keine Ahnung hat. Felix hat nicht nur Geld mit nach Hause gebracht. Für ihn hat sich die Reise gelohnt. Yunis Vater hat sehr genaue Vorstellungen, wie ihr Gewinn investiert werden soll. Es wäre gut, wenn du eins für mich kaufen würdest. Was denn? Ein Motorrad. Du liebe Zeit, was kostet sowas? Meinst du, ich habe Geld? Meinst du, ich habe einen Haufen Geld? Nein, nein, das ist zu viel. Hab Geduld, ich spare noch mehr. Später kann ich dir eins kaufen. Yunis tritt noch bei zwei weiteren Rennen in Deutschland an. Weil sich ihre Zeiten nicht verbessern, trennt sich Volker von ihr. Felix gewinnt den Marathon in Rennes und wird Zweiter in Seoul. Insgesamt verdient er 75.000 Euro. Wenige Minuten nach der Siegerehrung in Seoul unterschreibt er den Vertrag eines neuen Managers und verlässt Volker.